Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Part von Clash Royale. Ich muss allererst mal, ich bin saufroh, die haben jetzt 2 vs. 2 fest reingebaut. Das wird, wenn ich es richtig sehe, für immer da bleiben. Danke Supercell, dass ihr das gemacht habt. Das ist geil. Seitens, guckt euch mal das an. Kartenlevel unfair. Jetzt gucke ich das an. Bam! Full Legendary gegen andere. Watch this fucking replay. Guckt es an. Ich meine, realisiert mein Gegner, mein Mitspieler hat Full Legendary. Ich habe Full Legendary. Ich spiele gerade das Full Legendary Deck, weil es gerade voll Horn macht. Ich bin hier rechts. Ich habe einen Friedhof mit. Mir gerade ist es sau laut. Klappt aber sehr gut gerade, muss man zugeben. Oben hat ein alter Außerfall Legendary sein auf Friedhof. Meine Taktik ist so mit meiner Friedhof reingehen. Aber es funktioniert nicht sehr, sehr erfolgreich, aber es funktioniert halbwegs. Und es geht, geht. Guck in einer mit einer Nachtwechsel zur Defense gesetzt. Ganz ehrlich, da sehen wir, wie schlecht Friedhof geworden ist. Jetzt kommt, glaube ich, gleich unser Tod. Unser Todespush. Guck mal, ich habe damit meine. Die Princess legt den Turm. Wir haben rechts 2 Nachtwechsel am Laufen mit Friedhof. Friedhof und Fledermäusen, ich sehe, was da in Kleinkrust alles rumgelaufen ist. Keine Chance. Und jetzt hier, glaube ich, nochmal das Replay war's. Da gehört es eigentlich nur ans Ende. Also, wir spulen mal vor. Mein Gegner hat so ein Deck mit Inferno und Blitz. Gewesen. Gegner hatten aber Pekka und wir hatten halt Doppel-Inferno. Wir hatten Doppel-Inferno, könnte man so sagen. Wir haben schon einen halben Turm gekriegt da hinten. Also hat sehr gut funktioniert. Die Banditin ist gut. Kein Scherz, Leute. Banditin oder Eisgeist. Habt ihr am Anfang vom Battle Eisgeist? Setzt den unbedingt hier auf. Ich weiß nicht, ob. Nee, man kann es nicht zeigen. Unbedingt vorne am Turm setzen, weil. Wenn ich sag mal einen Eisgeist dort setzt, der kostet ja nur ein Elixier. Und der Gegner denkt, ihr habt irgendwas jetzt vor. Ihr startet jetzt damit einen Hawk Rider Push oder so. Er muss ihn, dann hält er den Eisgeist auf und dann setzt er meist irgendwas Unüberlegtes. Setzt einen Magier, der dann vorrennt, den könnt ihr einfach mit einer irgendwas anderem ausschalten. Ihr könnt ihr Magier rausbilden, zum Beispiel, dass der dann nicht euren Hock zerstört oder so, oder eure Skelette beim Friedhof. Das könnt ihr irgendwas rausbilden. Aufhalten, weil die macht verdammt viel Schaden sonst. Ja, das hat jetzt geklappt, er hat keinen Miner mehr. Das heißt, die konnten keinen Miner mehr an den Turm schicken. Den Bomber wusste ich erst nicht richtig, was zu tun, weil Indisch Bomber ziemlich übel. Ja, der Friedhof, da habe ich einmal gelockt. Das hat wirklich geklappt. Jetzt kein Scherz. Ich seh den rechten Turm. 183 Lebenspunkte noch. 183 HP. Ich setze hier einen Inferno-Drachen, um den Roll abzuwehren. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt guckt euch an, was passiert. Da ist ein Eismagier. Ich dachte mir, ich gehe jetzt da all in. Und jetzt da ist nämlich ein Friedhof. Wir müssen jetzt dagegen was setzen, sonst verlieren die den Turm. Wir werden den nicht rankommen. Und der merkt, was ich vorhabe. Und jetzt guckt euch an. Wer hätte auf der einen Seite ein Miner. So. Quizfrage. Wer von euch hätte gedacht, dass wir einen rechten Turm holen? Als er 183 HP noch hatte. So nice, ganz ehrlich. 2 vs. 2 rockt. Ich benutze, wie gesagt, das Full Legendary Deck. Ja, jetzt ist noch im Verlauf sehen, was ich alles drin habe. Wir wünschen einem mal Good Luck, Daumen hoch. Okay, das habe ich jetzt davor die ganze Zeit nie gemacht. Wait. Ja, ach so, da kommt ja noch ein Ritter. Und jetzt geht er. Boah. Das war ganz ehrlich, das war los. Und sie haben nichts, also ich würde jetzt nichts setzen. Bitte du setzt uns nichts. Die Banditin macht den Kanone halb kaputt.
Alter, da, also Level 12, ja klar. Wow. Kann sein, dass der auf den Turm gelockt ist. Boah. Das ist wie ein Mortar-Deck. Mortar-Deck kann so richtig kacke sein. Hör auf den Turm ein. Ja! Das ist so richtiges Value. Der Gegner setzt ein Zap, damit er auf den Ding gegangen oder auf den Miner. Gegen die Minen, dann geht er auf die Minen, die uns müssen, die gegen die Dinger setzen. Oh Gott. Deine spielt einen Doppelprinz-Deck, glaube ich mal. Und Eismagier und dann noch den Turm halb ab. Eismagier hat einen Damage-Boost bekommen. Dürft ihr echt nicht unterschätzen. Der kann, wenn er alleine ist, der hält schon einiges aus. Wenn er alleine ist, macht er viel Schaden. Jo. Jo, Value. Nein. Boah. Ich habe Internetprobleme. Das ist gerade das Einzige, was mich so richtig stört. Alter. Ich will jetzt gleich so einen richtigen Heulanfall. Also was. Ey Kollege, du hast einen echt geilen Sepp, muss man sagen. The fuck? Seht ihr das? Das ist so schlimm gerade. Die Empfangsprobleme, das glaubt ihr nicht. Hallo? Ey, jetzt reicht's mal. Ja, fuck, Alter, guck dich das an, ich weiß nicht, was ich Problem nicht habe. Ich schaff mir nicht mehr. Well, you, fuck you, well, you, Dreck, scheiß Internet, Mann. Guckt euch die Scheiße an. Guckt euch die Scheiße einfach an. Verdammt nochmal. Ich schwöre, ihr seht meine Wohl. Ich mache bald ein Video. Ich mache Facegame Rival. Ist mir egal, wie viele Abonnenten. Von mir aus sagen mal 20 und dann mache ich ein Facegame Rival. Oder das heißt Facegame. Ich werde mich im Real Life zeigen, wie ich meine Internetbox auf die Straße schmeiße. Ist ein dummes Überlegen. Aber es geht nicht anders langsam. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr klar. Schönes Deck, Kollege. Nicht nur, dass die gegen Magneten ersetzen. Shit. Die haben einiges eingewählt. Die haben 8 Elixier rausgeschmissen, um einen 3 Elixier bei Lichtung aufzuhalten. Und Schaden gemacht. Gut, das ist jetzt nicht dein Ernst. Bist du AFK oder was? Alter, das ist nicht der Ernst. Okay, das nervt gerade immer noch an dem 2.1 und 2, weil es ist an dem 2 vor 12.
Die Gegner, mit denen kannst du einfach nicht spielen. Spielst du mit denen, hast du verloren. Guck mal, Doppel Ace Mage. Ja, Double Ace Mage. Guck mal. Wir haben dann einen halben Turm geholt, sehe ich gerade. Guck dir das an, wir haben einen Turm geholt, wir haben einen halben Hauptturm schon geholt. Wir haben wieder voll abgezogen. Voll krass, Mann. Gut, wenn ich mich sehe, wir verlieren gerade den Turm. Einiges an Schaden gemacht, das ist nicht schlecht gewesen. Gehen. Das war's. Alter, so einfach. Leute, schaut euch das an. Das geht so sexy vom Dantik. Mit Skrillex, Lilex an unserer Seite und The Fury of Skrillex. Everything MLG Rombo Combo. Und by the way, wir haben heute den Poison Spell. Ich habe mir 4 davon gegönnt, dann hatte ich kein Gold mehr. Eigentlich weiß ich nicht, ich hole mir jetzt aber keine mehr davon, weil ich brauche Poison Spell. Ich spiele immer noch gerne dieses Deck hier, das ist so mein Deck, mit dem ich zum Beispiel gerade, mit dem ich eigentlich nur noch gerade spielen will. Es funktioniert wirklich sehr gut, das glaubt ihr nicht wahrscheinlich. Glaubt mir, wenn ich euch sage, das funzt ziemlich gut. Es muss ja auch nicht unbedingt alles Hog-Cycles sein, das heißt, du cycles nur Hog und Hog und... Bitte sag, dass das kein X-Bogen-Spiel ist. Das ist. Das funktioniert nicht. Okay, der war kacke, der entfernte Drache. The fuck? Also sie haben versucht, den an den Hauptturm zu ziehen. Hätte ich ihn jetzt hochgehalten und gewütet, gewonnen. Gut, mach nichts Unüberlegtes. Nee, warte. Das geht nicht gut, Alter. Guckt euch da oben jetzt den Flieger an. Ja. Oh, guck mal, ich hab den halben Turm geholt. Well played, würde ich sagen, Kollege. Du hast erfolgreich nicht die Pumpe getroffen. Tschüss. Haut doch ab. Haut alle einfach ab. Verdammte Scheiße. Thank you.
Hoppa, fuck, langsam reicht's mir. Was soll der Scheiß? Verträgt der Scheiße nochmal? Wow. Well played, ganz ehrlich. Was heult denn der eine da oben rum? Ich sag nur well played, ganz ehrlich, das war well played. Das war echt well played. Aber ich kann ja nichts machen. Mein Internet ist ja der Fick. Mach nichts, nein, nein. Nichts dagegen setzen, er setzt einen Musketier dagegen, Mann. Der Eiskohle macht nichts. Ups. Nicht tun, nicht tun, nicht tun! Nein! Scheiße! Tut mir leid, die Mädels, es tut mir echt so scheiße leid! Tut mir leid, Teammate, ganz ehrlich, das tut mir so scheiße leid. Oh, Kacke, Alter. Nee, das tut mir nicht so leid jetzt. Ja, danke schön. Ja, guck mal. So mal Value raus. Hast du eine Feuerball? Ich würde das jetzt Ganze gleich Feuerballen. Guck dich das an und jetzt kommt ein schöner Friedhof-Bus. Und der Gegner nichts dagegen macht. Okay, ich hab Scheiße gebaut. Hab's einfach verbockt. Aber mein Teammate, gut wie er war, wir haben's noch gerissen. Well, you and Dark Angel. Arena 10, wow. Wow. Not bad, my boy. Bitte sehr. Oh Gott, die sind doch alle besser als ich. Die sind alle besser als ich. Ich nehme halt einen Legendary Tag. Nein, drei Musketiere Tag. Ich glaube, ich mache nach der Runde mache ich sogar Partende. Ich habe keine Lust mehr mit dem Internet ganz nett zocken.
Ah. Ja, finally, mein Inferno-Drache ist mal da. Oh, 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 Inferno-Drache connected am Turm. Oh, jetzt am ersten Turm für Jones. Nichts gegensetzen, bitte nichts gegensetzen. Da ist mal gerecht aus. Reicht nicht aus. Wow. Wir setzen ein defensives Rambock, also da ist er die gestört. Nichts dagegen setzen. Genau, setz gegen die was, die Barbaren lass durchlaufen. Die machen nichts. Da können wir immer noch loggen. Ich hab irgendwie. Ey, das kann doch nicht euer Scheiß Ernst sein! Gegenoffensive des Todes. So einfach, ganz einfach, Leute. So erreicht man fast 3 Sterne. So setzt man die Gegner richtig unter Druck. Habt ihr die Nachtextur gesehen mit dem Inferno-Drachen, der noch von mir übrig war? Oh, Leute, das ist so nice. Das glaubt ihr mir nicht. Ach komm, eins geht, weil ich gerade so laut hab. Es ist einfach so witzig. Oh, Seppet. Wir setzen mal das Good Luck. Wow. Level 3 Eismagier, wir müssen fahren. Kann sein, dass wir doppeltes Ding genutzt haben. Richtig viel Value, ganz ehrlich. Der war gut. Ups, ich dachte, die Banditen überlebt nicht. Guckt euch, wie die Goblins arbeiten. Guckt euch, wie die Goblins arbeiten.
Scheiße, Mann. Ich muss den Eismagier aufhalten und der macht damit viel Schaden, ganz ehrlich. Fick dich! So. Easy peasy würde ich sagen, Leute. Easy peasy. OMLG. LOL. OMG und Solo Swag. Oh yeah, das ist es. Ja. Ich hoffe, euch hat der Part mal gefallen, dass mal wieder Clash Royale kam. By the way, so sieht's mit Leuten auf dem Account aus. Bam. 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 Es kommt in 18 Tagen eine Mega-Ritte. Coming soon noch kommen dieses Skelettballon und dieses Skelettballon und dieses Skelettfallending da. Und in 18 Tagen eine Mega-Rette. Ich spar schon drauf. Mir fehlt mittlerweile auch nur noch die Princess und der Lava-Hund. Ja. Ich benutze gerade bei 2 vs 2. By the way, wer jetzt noch nicht in Clash Royale war, sollte es jetzt mal tun. Denn Supercell gönnt einem für 3 Tage lang. Kann man sich jetzt insgesamt schon 2 gratis Magitruhen rausholen. Ja, richtig gehört. Hier Arena 10 zum Beispiel. 2 Truhen. Hier und hier. Nicht traurig sein, wenn ihr nichts bekommt, sage ich nur. Nee, oder nichts wirklich. Keine Legendary oder was Brauchbares. Es sind, naja, ihr müsst dafür belegen. Das zahle ich 820 Gems. Yo. Ich müsste jetzt ungefähr 10 Euro ausgeben, damit ich so eine Krista-Magie-Kiste kaufen kann. Okay? Hier zum Beispiel einmal das hier, das große, das mittlere Paket und viermal das Paket, das kleine. Das hier. Ja, da kann ich mir eine Magie-Truhe kaufen. Die gibt's gratis. Wie gesagt. Nicht traurig, wenn ihr nichts bekommt. Es ist gratis. Das ist immer nice. Ich verabschiede mich hiermit, wie gesagt, von euch. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr Clash Royale auch so klasse findet und mal öfter sehen wollt. Und damit würde ich sagen, ciao.